Es war ein Volksfest mit beeindruckenden Ausmaßen, so kommentiert Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Alpenregionstreffen der Schützen. Wie bereits gestern bei Tirol heute berichtet, sind 10.600 Schützenmarketenderinnen, Musikantinnen, Musikanten ins Zillertal gekommen. Auch viele tausende Besucher haben unvergessliche Eindrücke dort erlebt. Daniela Schmiederer fasst jetzt für Sie in einem Tirol heute Spezial die Höhepunkte des Treffens zusammen. Alle zwei Jahre treffen sich die Schützen aus den Alpenregionen, also Bayern, Nord-, Ost-, Südtirol und dem Trentino. Aber nicht alle zwei Jahre fällt dieses Treffen so groß aus wie in Meierhofen. Zum Transport der 10.000 Schützen war ein eigenes Verkehrskonzept mit Shuttlebussen notwendig. Und um bei diesem Ereignis dabei sein zu können, sind viele schon ziemlich früh aufgestanden. Und wir sind heute um 4 Uhr in der Früh aufgestanden, 5 Stunden losgefahren und jetzt sind wir da. Die Anreise ist perfekt gewesen und schön ist. Also ein einmaliges Bild, es freut mich, dass ich da dabei sein darf. Großartig. Schütze, was ist das? Das ist ein großes Herz für unsere Heimat. Ne? Gott sei Dank, heute ist nicht, wir kämpfen nicht mehr mit Gewehr. Wir kämpfen mit Bücher, Geschichte und andere Sachen. Ja, schön. Es ist schön, wenn so viele zusammenkommen und man das ganze Pudel da sieht, wie Schützen beieinander sind. Und da mit allen drei Bünden, mit allen Ländern, wo die Schützen sich vereinen und da eine Einigkeit darstellt, finde ich einfach überwältigend. Für überwältigende Bilder sorgt dann auch die Feldmesse am Ortseingang von Meierhofen. Zelebriert vom Salzburger Erzbischof Franz Lackner. Haben eine Geschichte. Ein solches Meer aus Schützen lässt auch einen Routinier wie ihn nicht kalt. Nach Christus. Nein, man ist schon angespannt. Also ich war schon ehrlich gesagt nervös ein bisschen, weil so ganz kann man das dann doch nicht einschätzen, wie das ist. Erreicht man die Menschen, wenn man sie anschaut, gibt es eine Reaktion. Also es ist ein bisschen eine Herausforderung, ja. Aber ist auf alle Fälle gelungen. Ich bin zufrieden, ja. Ich hoffe, die Leute auch, ja. Während der Messe herrscht bei den Zuschauern bereits gespanntes Warten auf den anstehenden Festumzug. Der führt 2,7 Kilometer durch das Ortszentrum von Meierhofen. Unterteilt nach Bünden marschieren die bayerischen Gebirgsschützen, gefolgt von den Welschtiroler, Südtiroler und Nordtiroler Schützen, 2 Stunden lang. Auch an zahlreichen begeisterten Ehrengästen aus den Alpenregionen vorbei. Begleitet von 40 Musikkapellen und Trommelzügen. Ist Ihnen ein Anliegen, diese Einladung der Meierhofener Schützen auf alle Fälle anzunehmen und hier beim Alpenregionstreffen vorbeizuschauen? Na, erstens schulde ich den Tiroler Schützen etwas, weil die nach meiner Angelobung zum Bundespräsidenten in Wien mir den landesüblichen Empfang bereitet haben. Und zweitens, ich finde es toll, das ist auch ein Volksfest europäischen Ausmaßes mit Teilnehmern aus Trentino, Südtirol, Nordtirol, Osttirol, Bayern. Die waren 2000 Mann da und Frauen nebenbei gesagt. Sehr viele Frauen unterwegs. Also noch nicht mit Gewehr, aber in der Musik und in der Begleitung. Keine Ahnung, was die alles machen. Das hat mich interessiert. Meierhofen in einem festlichen und feierlichen Ausnahmezustand. Das wollen sich bei idealem Wetter auch 20.000 Zuschauer, alt und jung, aus nah und fern, nicht entgehen lassen. Ja, sprachlos bin ich, ja. Was sagen Sie? Ja, das ist einmalig, das darf man nicht versäumen. Das ist einfach wundervoll. Ja, sperrig, der Umzug. Den werden wir nie mehr sehen, da bei uns in Tirol. Wahrscheinlich, ne?
gewaltiges Fest, super viele Vereine und ich war selber Langschützenmagazinerin und ja, es schwappt das Herz über sowas zu sehen. Und wie gefällt es der Tochter? Gut. Einmaliges Erlebnis, kurz gefasst. Was macht dieses Erlebnis so einzigartig? Die Masse, die Kostüme, die Trachten, die Musik, wunderbar. Und es ist immer wieder einfach wunderschön, dass diese Tradition so gelebt wird. Und es freut mich besonders, dass so viele junge Leute wieder dabei sind. Unwahrscheinlich, was auf die Füße gestellt worden ist und dass alle so mitmachen und dass es das einfach eine ganz riesige, gewaltige Sache ist. Eine gewaltige Sache auch für die Zillertaler und Meierhofner Hausherren, die das Finale des Umzuges geprägt haben. 2 Jahre lang hat sie das Alpenregionstreffen beschäftigt und in dieser Dimension vor große Herausforderungen gestellt. Es ist eine wahnsinnige Erleichterung und zwar allein deswegen, weil das Wetter hat mitgespielt, die Leute haben mitgespielt, die ganze Organisation hat super hingehauen, die Zufahrt hat gut funktioniert, alles ist aufgegangen eigentlich, was wir uns erwartet haben. Es ist, ich habe jetzt Gänsehaut pur, weil das Adrenalin ist wahrscheinlich im Hut rein eher als wir unten und jetzt braucht es auch wieder eine Zeit, um sich zu erholen. Zuvor wurde aber noch anständig gefeiert in der Zeltstadt, größer als ein Fußballfeld. Mit 5000 halben Brathändeln, Schweinsbraten und rund 15.000 Litern Bier. In 2 Jahren treffen sich die Schützen aus Bayern, dem Trentino, Nord-, Ost- und Südtirol dann wieder in St. Martin in Bassaia in Südtirol.